Und Sie können doch nicht in 19 Jahren aus der deutschen Kohle aussteigen und gleichzeitig werden 1300 neue Kohlekraftwerke weltweit geplant und gebaut. Wissen Sie, was ich meine? Sie zerschlagen hier gerade einen funktionierenden Wirtschaftszweig. Die Kohleindustrie halten Sie für einen funktionierenden Wirtschaftszweig. 20.000 Arbeitsplätze. Gehen Sie doch mal in die Lausitz. Waren Sie mal in der Lausitz? Ich war dort in den letzten Monaten sehr häufig. Also wir haben in 19 Jahren kein Kohlekraftwerk mehr in der Lausitz, das zu den modernsten der Welt gehört, mit den modernsten Filteranlagen. Übrigens brauchen wir, Sie wissen ja, die Kohleentschwefelung auch für die Gipsproduktion. Und in 19 Jahren haben wir Windräder in der Lausitz. Und wenn der Wind mal nicht weht, dann holen wir den Braunkohlestrom aus dem neu östlich der Oder in Polen entstandenen Braunkohlekraftwerk. Das ist doch keine Politik, das, Frau Siegesmund. Es geht ja um die Thüringer Landtag.